Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 36 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen, Magier, Geister und große Zauberer. Und heute soll es um den Roman von Ben Okri gehen, The Famished Road, 1991 herausgekommen, 1994 auf Deutsch, Die hungrige Straße. Ein kleines Vorwort. Ich bin aufgewachsen in einer Musikerfamilie. Mein Vater war beim Rundfunk und verantwortlich für viele Konzertprogramme. Ausgebildet wurde er in Berlin in den 20er Jahren bei Hindemith und Schönberg. Und er hat immer bei uns in der Familie gesagt, mir gesagt, es ist so wichtig, einem Konzertpublikum, was nur die klassische Konzertmusik kennt, auch moderne Musik näher zu bringen. Und so hat er eigentlich immer Programme gemacht, in denen neben romantischer Musik, spätromantischer Musik auch ein Schönberg, ein Hindemith, ein Webern auftauchte. Und ich finde das eigentlich sehr sinnvoll, weil wir eben im Jetzt leben und nicht in der Vergangenheit leben sollten. Und deswegen habe ich mich eben auch entschlossen, in eigentlich alle meine Seasons moderne Literatur auch aus dem Ausland einzubringen. Und ein wichtiges Buch ist dabei dieses Buch von Ben Okri, The Famished Road. Ein Autor, der im März 1959 in Nigeria geboren wurde und heute eigentlich in London lebt. Entschuldigung. Okri stammte aus einer sogenannten Mixed Marriage, aus einer Ehe seiner Eltern, die zwei Stämme zusammenbrachte. Der Vater war Urobo, die Mutter Igbo, und das schon allein bot einigen Zündstoff für seine Werdung in Nigeria. Als Zweijähriger kam er dann nach London, weil sein Vater Jura studierte, ging zur Schule und die Familie kehrte zurück 1966 nach Nigeria. Da war er 7 Jahre alt, in eine Zeit, in der Nigeria auch vom Bürgerkrieg durchschüttelt wurde. Er kam in eine Jesuitenschule. Die Familie wohnte unter anderem in Ibadan und in Lagos. Er besuchte die höhere Schule, bekam aber dann keinen Studienplatz an der Uni, sodass er als Journalist arbeiten musste, unter anderem auch Mathematik unterrichtet hat. Und die Familie hat in einem Viertel, einem Ghetto in Lagos gewohnt. Aus dessen Umfeld Okri dann auch immer Details für seine Schriften genommen hat. 1978 kehrte er dann nach London zurück, immatrikulierte sich in der Essex University für vergleichende Literaturwissenschaften. Er veröffentlichte einen Roman, 2 Theaterstücke, bekam aber dann doch sein Stipendium gestrichen und musste die Hochschule verlassen. Er war temporär sogar obdachlos, was er übrigens seiner Familie nicht erzählte, mit der Begründung, because it was none of their business, weil es sie nichts anging. Er wollte seine Eltern verschonen. Schließlich bekam er von Freunden einen kleinen Kredit über 300 Pfund und konnte dann neu starten. Er schrieb Literaturkritiken, Kurzgeschichten, Gedichte, war Rundfunksprecher für BBC, Herausgeber für Dichtkunst des Westafrika Magazins und bekam kurz nach Erscheinen des Buches The Famished Road den Booker Prize.
Und so bin ich auch aufmerksam auf ihn geworden. Er war damals der jüngste Gewinner des Booker-Preis. Und das war schon etwas, was eben auch international dann auffiel. Er hat eine große Karriere in England gemacht, aber auch weltweit gemacht, wurde 2019 Vizepräsident der English Center of International Pen, also vom Pen Club, Fellow der Royal Society of Literature, bekam 2001 den Orden Officer of the British Empire. Also er machte eine große, große Karriere in England mit seinen Romanen und auch mit seinen Gedichten. 1993 eben auch den Commonwealth Writers Prize für Afrika, den Aga Khan Prize für Fiction, den Literaturpreis Chianti Rufino Antico Fattore. Er ist einer der wichtigsten POC-Autoren, die England kennt, und wird von vielen seiner Zeitgenossen auch als Genie verehrt. One of the most significant literary voices of our time. Er wird also als eine der wichtigsten, bedeutendsten literarischen Stimmen unserer Zeit genannt. In einem Interview mit dem Guardian 2018 beschreibt er, wie er mit 7 eben nach der Rückkehr der Eltern und seiner Rückkehr nach Nigeria in ein Jesuiteninternat kam, das 400 Meilen entfernt von seinen Eltern angesiedelt war, mitten in der Bürgerkriegszeit, und das ihn die Mutter einmal besucht hat im Bus, und sie sind dann im Bus zurückgekehrt und fast erschossen worden von Rebellengruppen, weil er die Sprache des Vaters nicht kannte, Igbo. Sich dann aber in seiner Angst für das Wort für Scheiße, Shit, erinnerte, und das hat ihn schließlich gerettet. Genau, er konnte nur Igbo, aber das eine Wort kannte er und das hat ihn gerettet. Er bezeichnet als sein Lebensprojekt, The African Mood auszudrücken, also diese Stimmung, die afrikanische Gesinnung, Stimmung auszudrücken, und kennt eine Fülle afrikanischer Fabeln und Geschichten, mit denen er ja auch aufwuchs, und vor allem auch die sogenannte unsichtbare Literatur, die riesengroß ist in diesen ehemaligen Kolonialländern, die er eklektisch dann auch erfahren hat, die ein bisschen Homer, Virgil, Shakespeare neben afrikanischen Autoren und dann natürlich auch arabischen, islamischen Autoren kannte. Er sagt, es ist eine Tradition, wo die unsichtbare Literatur die sichtbare der ganzen Welt trifft. Er schreibt auf Englisch und hat dann vor wenigen Jahren auch ein Stück herausgegeben, basierend auf Camus' L'étranger, der Fremde, das er eben auch unter dem Motto Rassismus auf die Bühne gebracht hat. Ein Thema, was ihn natürlich angeht, ihn umtreibt. Und er beschreibt den Unterschied zwischen Frankreich und England folgendermaßen. In Frankreich ist man eben ein Fremder, eigenartig. Und man ist Alien im Unterschied zu allen Menschen. In England ist man einfach nicht einer von uns, nicht einer aus der Gesellschaft, zu der die Engländer gehören, die sich selbst wie einen Club verstehen in ihrem Selbstverständnis. So beschreibt er den Unterschied zwischen dem Rassismus in Frankreich und dem Rassismus in England, was ich eine sehr interessante Unterscheidung finde. 1991 kam nun eben The Famished Road heraus. Geschrieben hatte das To Give Myself Reasons
to live, um mir selbst eben Gründe zu geben, um zu leben. Man hat diesen Roman mehrfach unterschiedlich etikettiert. Er gehöre zum magischen Realismus, zum animistischen Realismus, zur Fantasy-Literatur, zur afrikanischen traditionellen Realismus der Religionen. Also immer wieder in unterschiedliche Etikette hat man versucht, diesen Roman hineinzupressen, der von einem zweiten und dritten Band dann auch ergänzt wurde. Herausgekommen der zweite, Songs of Enchantment, 1993. Infinite Riches, 1998. Worum geht's? Es geht um einen Jungen, Azaro, der ein Abiko ist. Abiko ist ein Begriff aus dem Umfeld der Yoruba, ein zum Tode Vorbestimmter. Abi, jemand, der geboren wurde, Iko, zum Tod. Azaro, dessen Name eben nachgebildet ist nach Lazarus, einem Mann, der immer wieder zum Leben erweckt wird, der immer wieder aufersteht, ist ein Kind, das eigentlich in der Pubertät sterben sollte, vor 12 Jahren. Das ist ein sogenannter Abiku. Und er lebt eigentlich in einer Geisterwelt, die auch diesen Tod hervorrufen, die immer wieder auftauchen und ihn versuchen, in die Geisterwelt hineinzuziehen. Und dahinter steht ein Glaube der Yoruba, dass ein Abiku-Kind ein Geist ist, der mehrmals stirbt und immer wieder geboren wird, eigentlich eben, um immer zur selben Mutter zurückzukehren. Was auch für Azaro entscheidend wird, nämlich Azaro verzichtet auf die wunderbare Welt der Geister, um bei seinen Eltern zu leben, die er liebt. Und in diesem Roman wird nun eben die Koexistenz der Geisterwelt neben der materiellen Welt der lebenden Menschen geschildert. Und das ist nun ein Thema, was man doch auch als typisch afrikanisch bezeichnet hat. Die andere Welt, the other world, der Geister, ist präsent. Man kann sie, nicht jeder kann sie sehen, aber man kann auch in Gefahr geraten, in jedem Moment von der einen Seite auf die andere Seite zu wechseln. Deutsch hat der Roman 656 Seiten. Ich habe angefangen, ihn in Englisch zu lesen und habe es dann aufgegeben, weil mein Englisch nicht so gut ist, dass ich auch alle Worte parat hatte, noch dazu Wörter, die dann eben auch nicht aus dem englischen Bereich stammen, sondern aus einem afrikanischen, nigerianischen Bereich. Und habe es dann erfolgreich durchgelesen auf Deutsch. Der Roman spielt irgendwo in Afrika, wohl in einer britischen Kolonie, sehr wahrscheinlich in Nigeria. Und schildert nun eben das Leben des Buben Azaro, der auf sein Leben als Geist verzichtet, ein Leben im Überfluss, in Schönheit, in Harmonie mit der Natur, aus Liebe zu seiner Mutter und zu seinem Vater. Und immer wieder tauchen die Geister auf und andere magische Gestalten und versuchen ihn eben in diese Anderwelt hineinzuziehen. Mehrmals liegt er todkrank danieder, seine Eltern müssen bangen um sein Leben und holen ihn mit letzter Kraft dann immer wieder in dieses menschliche Leben zurück. Er will lieber in der Welt der Menschen leben als in der schönen Welt der Geister. Sein Vater ist ein Arbeiter, ein Riese an Kraft, der später auch mal Boxer wird und Black Tiger genannt wird. Der sich dann auch mal eine Zeit lang als Politiker versucht, um das Leben der Armen zu verbessern.
Seine Mutter ist eine Straßenhändlerin. Dann gibt es noch eine Madame Koto, eine Barbesitzerin, die sich mit der Partei der Reichen verbünden wird und selber sehr reich werden wird. Das ist eine Art auch Zauberin. Und dann haben wir einen Fotograf, Jeremiah, der die Situation der Rebellion von den Armen gegen die Reichen auch in seinen Fotos festhält. Und wir haben einen reichen Landbesitzer, dem das Haus gehört, in dem die Familie wohnt, der ständig die Miete haben will, die die Eltern nicht geben können, weil sie bitter, bitter arm sind. The Famished Road, die hungrige Straße, ist ein sehr langer Roman. Es passiert sehr viel in diesem Roman, aber es ändert sich eigentlich nicht sehr viel. Es läuft dahin auf einer langen, langen Straße von Ereignissen ohne große Höhepunkte, ohne Peripetie, ohne Umschlag in den Geschehnissen im Leben der Hauptakteure. Es passiert schon viel, was auch Veränderungen bringt, aber letztlich verändert sich nicht so viel. Die Familie bleibt arm und versucht einfach um die Runden zu kommen. Es ist eben die Welt der Lebenden, gekennzeichnet durch Hunger, durch Not, auch durch Rebellionen, durch Parteiungen zwischen den Reichen und den Armen, auch durch Magie und Dämonen, die immer wieder in das Leben der Menschen eingreifen. Und andererseits eine Traumwelt, eine Otherworld, eine Geisterwelt, in die der Junge dann auch immer wieder unvermutet hineingerät, wenn er sich verläuft und kaum zurückfindet. Die Menschen leiden Hunger, sie leben im Elend, sie kämpfen jeden Tag um ihr Leben. Sie erleben Enttäuschungen und Gewalt. Es sind Existenzen, die von der Hand in den Mund leben, aber die immer träumen von einem besseren Leben. Und so ist diese Koexistenz von Traumwelt und realer Welt, Menschenwelt, durchaus eben auch ein Nebeneinander von Elend und paradiesischem Traum. Es passiert sehr, sehr viel Fantastisches. Zwei kleine Stellen möchte ich Ihnen vorlesen, um Ihnen einen Eindruck von diesem Roman zu geben. Die Menschen geraten immer wieder an den Rand des Todes, gerade auch Lazarus, also Azaro, der sogar einmal in einem Sarg erwacht, weil die Eltern ihn schon aufgegeben haben. Der Vater als Black Panther von immenser Kraft boxt auch immer wieder Gegner nieder, gewinnt große Summen Geldes, die aber sofort auch wieder weg sind. Er trinkt sehr viel, er besäuft sich. Es ist eine schreckliche Welt. Und auf der anderen Seite haben wir auch durchaus humoristische Elemente. Und so möchte ich Ihnen von beiden Seiten so ein bisschen was vorlesen. Einmal den Anfang, wo Azaro beschreibt, dass er aus der Geisterwelt stammt. Am Anfang war der Fluss. Der Fluss wurde zu einer Straße und die Straße verzweigte sich über die ganze Welt. Und da die Straße einst ein Fluss war, war sie immer hungrig. In jenem Land des Anfangs mischten sich die Geister unter die Ungeborenen. Wir konnten zahlreiche Formen annehmen. Viele von uns waren Vögel. Wir kannten keine Grenzen. Es wurde viel gefeiert, gespielt und geklagt. Wir feierten viel wegen der schönen Schrecken der Ewigkeit. Wir spielten viel, weil wir frei waren. Und wir klagten viel, weil unter uns immer jene waren, die gerade aus der Welt der Lebenden zurückgekehrt waren. Sie waren untröstlich über all die Liebe, die sie zurückgelassen, all das Leid, das sie nicht wieder gut gemacht, all das, was sie nicht verstanden und über all das, was sie kaum zu lernen begonnen hatten,
bevor sie in das Land des Ursprungs zurückgeholt worden waren. Nicht einer von uns freute sich darauf, geboren zu werden. Wir mochten die Härte des Daseins nicht, die unerfüllten Sehnsüchte, die eingezäunten Ungerechtigkeiten der Welt, die Labyrinthe der Liebe, das Unverständnis der Eltern, die Unausweichlichkeit des Sterbens und die erstaunliche Gleichgültigkeit der Lebenden inmitten der einfachen Schönheiten des Universums. Wir fürchteten die Herzlosigkeit der Menschen, die alle blind geboren wurden und von denen nur wenige jemals Seelen sehen lernen. Unser König war ein wundervolles Wesen, das manchmal in Gestalt einer großen Katze auftrat. Er hatte einen roten Bart und grüne Saphiraugen. Er war unzählige Male geboren worden, war in allen Welten eine Legende und unter 100 verschiedenen Namen bekannt. Es spielte keine Rolle, in welche Verhältnisse er hineingeboren wurde. Er führte immer ein ganz und gar außergewöhnliches Leben. Würde man sich in die großen, unsichtbaren Bücher der Lebensschicksale vertiefen, so könnte man sein Genie in allen belegten und unbelegten Zeitaltern erkennen. Bald als Mann, bald als Frau, vollbrachte er in jedem Leben unvergleichliche Taten. Wenn irgendetwas all seinen Leben gemeinsam war, das Wesentliche seines Genies, dann war es wohl die Liebe zur Verwandlung und die Verwandlung von Liebe in höhere Wirklichkeiten. Dann möchte ich Ihnen noch einen kurzen Abschnitt vorlesen. Das Buch ist in mehrere Bücher eingeteilt. Ein Buch, in dem die Zauberin, Magierin und reich gewordene Madame Koto ein Auto bekommt. Und das ist nun sehr witzig beschrieben, denn eben in diesem Dorf, was am Anfang wirklich sehr archaisch zu sein scheint, in dem es keine modernen technischen Errungenschaften gibt, da zieht allmählich eben auch die moderne, industrielle, technisierte Welt ein. Und die erscheint in dem Dorf in Gestalt eines Autos, was bei den Leuten großes Erstaunen hervorruft und Prophezeiungen. Das lese ich Ihnen ganz kurz vor. Zu unserem höchsten Erstaunen erreichte uns dann die Nachricht, Madame Koto habe sich ein Auto gekauft. Wir konnten es nicht glauben. Niemand in unserer Straße und praktisch niemand in unserem Viertel besaß ein Auto. Die Leute hatten Fahrräder und waren stolz darauf. Zwei oder drei Männer besaßen Motorroller. Und man zollte ihnen den Respekt, der sonst nur Ältesten und Stammesfürsten vorbehalten war. Aber ohne jeden Zweifel als etwas ganz Neues, dass eine Frau in unserem Viertel ein Auto besaß. Wir wollten es nicht glauben, bis wir das hellblaue kleine Auto sahen, das das liebevolle Gesicht einer vergrößerten Metallschildkröte hatte. Es stand vor ihrer Bar. Wir wollten es selbst dann noch nicht glauben, als wir ihre hoffnungslosen Versuche erlebten, das Auto zu fahren, die damit endeten, dass sie in den Verkaufsstand einer alten Frau raste. Madame Koto ließ den Stand wieder aufbauen und gab der Frau mehr Geld, als diese je besessen hatte. Wir schauten zu, wie Madame Koto Autofahren lernte. Sie war viel zu dick für solch ein kleines Auto, und wenn sie am Steuer saß, sah es aus, als wäre das Auto ihr Panzer und sie selbst nur das dritte Auge der Schildkröte. Die Tatsache, dass das Auto für sie zu klein war, war der einzige Trost, den die Leute hatten. Demnach waren wir erstaunt. Mit einem Mann, der neben ihr saß, lernte sie auf unserer Straße Autofahren. Mit entschlossener, halb wahnsinniger Miene und gekrümmten Schultern, als helfe ihr Gewicht irgendwie dem Wagen sich voranzubewegen, fuhr sie im Zickzack unsere Straße hinab. Sie konnte nicht geradeaus fahren. Sobald man sie kommen sah, rief eine Stimme,
Bringt eure Kinder in Sicherheit, bringt euch selbst in Sicherheit. Die verrückte Schildkröte kommt. Und dann sahen wir, wie ihr Fahrzeug in Schlangenlinie näher kam, Ziegen und Federvieh aufscheuchte und unschuldige Umstehende zwang, sich an die unmöglichsten Orte zu retten. Madame Kotos beharrliche Versuche zahlten sich nie aus. Selbst als es ihr gelang, das Auto geradeaus zu steuern, war sie so verkrampft und würgte mit solchem Ungestüm die Gänge rein, dass der Motor grässlich ächzende Geräusche von sich gab. »Die Schildkröte hat Hunger«, sagten dann die Leute. Ja, und nun gibt es in dem Dorf einen Kräuterheiler und der lässt sich über diese neue Errungenschaft aus. Der große Kräuterheiler unter ihnen war ein finsterer Kerl mit einem Gesicht, das so übel zugerichtet war und so einschüchternde Augen hatte, dass selbst Spiegel zurückgeschreckt und bei seinem Blick zersprungen wären. Er stieß dunkle Beschwörungen aus und betete für das Auto. »Dieses Auto«, sagte er nach langem Brimborium, »wird sogar zum Mond fahren und sicher zurückkommen.« Die Leute nickten. »Dieses Auto bringt Ihnen Wohlstand, Madame Koto, eine Menge Geld. Nichts kann ihm etwas anheben haben. Jedes andere Auto, das mit ihm zusammenstößt, wird zerstört. Doch Ihrem Auto geschieht nichts. Das nennen wir höhere Magie. Selbst wenn Sie am Steuer einschlafen, sind Sie in Sicherheit. Jeder, der stiehlt, hat sofort einen Unfall und stirbt. Jeder, der dem Auto Böses wünscht, stirbt.« Die Leute stimmten zu. Madame Koto, in einer Hand den Spazierstock, nickte nachdrücklich. Zu diesem Zeitpunkt waren alle mehr oder weniger betrunken. »Wenn die Leute auf Sie neidisch sind, lassen Sie sie neidisch sein. Neid kostet nichts. Die Leute können sich satt daran essen und fett dabei werden, wenn sie wollen. Doch wenn jemand Böses von ihnen denkt, dann soll ihnen dieses Auto im Schlaf überfahren. Dieses Auto spürt ihre Feinde auf, verfolgt deren böse Absichten und walzt sie in die Straße. Ihr Auto fährt durch Feuer und ist sicher. Es fährt ins Meer und ist sicher. Es hat Freunde in der Geisterwelt. Seine Freunde dort, ein Auto genau wie dieses, bringen ihre Feinde zur Strecke. Nirgends sind die vor ihnen sicher. Wenn eine Bombe auf dieses Auto fällt, ist es sicher. Ich habe die Straße für dieses Auto freigemacht. Es kann auf allen Straßen fahren. Es erreicht sicher alle Ziele, das sage ich Ihnen.« Die Leute riefen Hurra, manche lachten. Der Kräuterheiler besprenkelte das Auto mit allerlei Zaubertränken und ätzenden Flüssigkeiten. Er goss eine halbe Flasche kostbaren Ogogoro auf die Motorhaube. Und nachdem die rituelle Waschung beendet und alle anwesenden alten Leute, Mächtigen, Stammesfürsten und Kultanhänger ihre Trankopfer dargebracht hatten, wandte sich die Versammlung der bedeutsamen Aufgabe zu, sich zu betrinken. Sie tranken kräftig. Ben Okri, Die hungrige Straße, The Famished Road. Ich kann es Ihnen zum Lesen wirklich empfehlen. Es ist ein Roman geworden, dem man zur Weltliteratur zählen kann.